Yo Fitnessfreunde, was geht ab? Neuer Tag, neuer Vlog. Ich war gerade beim Training und das zeige ich euch jetzt und danach geht's weiter. Viel Spaß! Das war das Beintraining. Ich habe nicht alles gefilmt. Ich habe erstmal Sumo-Kreuzheben gemacht, viele Sätze, Beinpresse, viele Sätze, Wadenheben und zwei Bauchübungen. Also wenig Übung, aber viele Sätze und ja, es war intensiv. Also ich bin schon ein paar Mal zum Muskelversagen gegangen. Jetzt wieder zu Hause und ich denke mir was aus oder auf dem Weg vom Gym nach Hause habe ich mir jetzt was überlegt, was ich esse, was schnell geht. Und ich hatte noch meine Fischstäbchen. Ich stehe ja voll auf die irgendwie. Ich habe noch 5 Stück, die anderen hatte ich ja gestern gegessen. Und ich dachte mir, ich mache mir einfach Fischburger. Burgerbrötchen hatte ich auch noch, Burgersoße, Ketchup, Gurken, Salat, Krautsalat auch. Und da kann man einen richtig geilen Burger draus machen. Und als Beilage benutze ich einfach Süßkartoffeln. Das Sauerkraut war leider schon schlecht, deswegen muss ich das wegschmeißen, aber ist egal, ich nehme einfach stattdessen Zwiebeln. Ich musste mir ein Hemd anziehen. Ich trage echt richtig selten Hemd. Aber jetzt geht's zu einer Ladeneröffnung. Wir fahren zu einer Ladeneröffnung. Jay wurde irgendwie gebucht, da zu stehen. Oder was musst du da machen? Stehen. Ja, da sein irgendwie. Da sein. Und dann die Leute begrüßen oder was? Nein, ich bin keine Hostess. nichts. Die Leute müssen mich begrüßen. Dafür, dass ich eigentlich kein Schlipsträger bin oder Hemdträger, war es eigentlich ganz gut, weil ich denke mir immer so, also ich bin echt nicht so ein Typ, warte, ich mach mal die Lüftung aus, der jetzt so richtig zeigen muss, was er hat. Also ich gehe auch nicht so gern zu solchen Veranstaltungen, wo jeder sich zeigen will oder jeder zeigen muss, wer die teurere Uhr hat oder wer den teureren Anzug oder die teuersten Schuhe hat. Und dann ist das immer alles so oberflächlich. Aber das war gar nicht so. Die Leute waren echt cool drauf, echt lustig.
bleib dann auch immer so, wie ich bin. Aber wenn man mich, also jeder ist da dann irgendwie Model oder Designer oder keine Ahnung was, Geschäftsführer von irgendwas, und dann fragen die mich, was machst du eigentlich? Und ich weiß dann immer nicht, was ich sagen soll, weil das wird oft, ja, also wenn man sagt, man ist YouTuber, das kommt manchmal nicht so gut an, sag ich mal so. Aber trotzdem stehe ich natürlich dazu, deswegen sage ich das auch immer. Und dann fragen die Leute nach und so. Und ja, war echt ganz cool. Entspannt, paar coole Leute kennengelernt und so weiter. Und jetzt ist es spät geworden, die meisten sind dann noch essen gegangen. Ich dachte mir, nee, du gehst jetzt keinen Burger essen. Und bin dann hier zu Rewe und habe ich, oh nee, du musst jetzt noch dieses Video schneiden und du hast keinen Bock zu kochen. Aber du darfst auch nicht mehr zu viel Fett. Da habe ich mir was einfallen lassen. Wer kennt die? Das ist die neue. Die neue von Wagner. Übrigens, einer kommt gerade zu mir. Okay, ich kann es euch verraten. Also ich esse diese Pizza hier und dieses Cookie Dough Witch. Und ich gehe da so zur Kasse und dann sagt, da kommt einer so, ey, bist du nicht Fitness-Oscar? Und ich so, ja. Also ich hab's gesehen, Digga, Pizza und Eis. Ich so, ja, siehst du, so viel Fitness bin ich, dass ich Pizza und Eis hier abends esse. Aber die hat 11 Gramm Fett. Die ganze Pizza, warte, ich sag euch die Macros. Die ganze Pizza hier ist vegetarisch und hat 600 Kalorien, 11,6 Gramm Fett, 84 Gramm Kohlenhydrate und 27 Gramm Eiweiß. Und der hier hat halt so um die 200 Kalorien. Ne? Und dann trinke ich noch einen Shake zu Hause und dann ist alles perfekt. Dann komme ich auf ungefähr 100 Gramm Fett und 140 Gramm Eiweiß heute und den Rest halt Kohlenhydrate und 3200 Kalorien. Und das ist dann halt so heute so if it fits your macros Stil gewesen, weil gesund war das nicht, ne? Aber ihr kennt mich ja schon. Fitnessfreunde, ich danke euch, dass ihr das Video angeschaut habt und wie immer, dass ihr einfach so dabei seid, dass ihr kommentiert, dass ihr liked, dass ihr disliked. Ja, ihr Disliker, ich sehe euch, aber ich feiere euch, um ehrlich zu sein. Und bis zum nächsten Video.